So, zufällig stehen wir immer noch am Jahres und hier liegt eine Abgastemperatursonde. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch im heutigen Video. Wir hatten ja schon zwei Videos, eines zu Typ-K-Sensoren und eines zu Typ-K-Wandlern gemacht. Das Ganze war allerdings für den einen oder anderen ein bisschen zu theoretisch, kann ich auch nachvollziehen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich baue das hier einfach mal am Jahres ein. Zuallererst, was braucht man denn eigentlich alles? Und zwar Abgastemperatursonde, ist klar. Dann so ein Gegensteckerverbinder, der kommt hier rauf. Dann ein Typ-K-Wandler. Wir haben jetzt hier den Einkanal genommen, weil wir nur eine Sonde verbauen. Dann natürlich so ein praktisch ja, Edelstahl-Einschrauber in 1/8 NPT mit 3 mm Aufnahme für die Sonde. Und natürlich so ein Kabel hier. Ist dann praktisch ja, Signalkabel. Wir können leider visuell das jetzt nicht im Detail zeigen, weil es einfach null Platz ist. Aber grundsätzlich, ihr müsst ein Loch bohren in den Krümmer, müsst ein 1/8 NPT-Gewinde reinschneiden. Dann kommt sozusagen dieser Fitting rein, der wird reingedreht. Hier oben ist eine Dichtolive, den dreht man auf. Dann kommt diese Sonde, die wird so reingeschoben. Die könnt ihr dann auch in der Tiefe variieren. Ja, erfahrungsgemäß ist es immer ganz gut, wenn es relativ mittig im Abgasstrang steckt, also praktisch die Sondenspitze. Und wenn man dann diese Überwurfmutter dann hier festzieht, dann klemmt sich die Dichtolive, die hier drin ist, fest und dann ist das auch gasdicht und ja, auch sozusagen kann sich dann nicht loslockern, wie auch immer. Dann nehmt ihr hier sozusagen das Kabel, das verlegt ihr vorher vom Innenraum nach außen, schön sauber, könnt ihr auch Hitzeschutz dazu nehmen, wie ihr wollt. Dann kann man die hier öffnen und kann diese Kabelenden hier praktisch ja, drin verschrauben, dann kommt das hier rauf. Kommt ein bisschen Hitzeschutz von uns noch rum. Das Ganze müsst ihr dann hier anschließen. Ihr seht hier TC plus minus, das ist praktisch hier die beiden Kabel. Ja, die kommen hier ran. Ganz wichtig, wenn ihr kein Signal habt, wenn ihr das Display angeschlossen habt, entweder eins von ZaderTech bieten wir an oder zum Beispiel könnt ihr auch ein Cancheck-Display nehmen. Das zeige ich euch ja im heutigen Video. Und ihr habt kein Signal, dann ist im Prinzip einfach nur hier plus minus vertauscht. Das ist nicht schlimm. Ja, weil es nicht plus minus Strom in dem Sinne ist, ja, sondern Signal minus Signal plus, dann müsst ihr die einfach nur tauschen, dann habt ihr dann auch ein, ja, ein Anzeigewert. Ja, dann habt ihr hier noch Masse. Hier ganz interessant ist VCC, das ist praktisch Zündungsplus. Dann habt ihr hier nochmal Masse für den Wandler selbst. Und ganz wichtig, Out One ist das 0 bis 5 Volt Signal. Dieser kommt dann an das jeweilige Display oder an die freie Einspritzanlage oder alles, was ein 0 bis 5 Volt Signal entweder darstellen kann oder verarbeiten kann. Das ist ganz wichtig. In dem Fall zeigen wir das hier am Cancheck Display. Wir haben ja bereits unsere Breitbandsonde angeschlossen, jetzt eben unsere Abgastemperatursonde. Und wie das Ganze sozusagen am Rechner einzustellen ist, zeige ich euch jetzt. Firmware V4 ist immer bei den Gen 2 auszuwählen. Dann verbinden wir uns erstmal. Genau, das wollen wir nicht machen. So, dann seht ihr unseren TAI-Editor. Ihr seht, ich habe schon was vorbereitet. Letztendlich, hier könnt ihr den Namen ändern. In dem Fall war es AGET. Für euch interessant sind sozusagen die, ja, ich sag mal, die Value-Bereiche. Ja. Das heißt, 0 Volt entsprechen, ja, sagen wir mal 0 Grad. Und 5 Volt entsprechen 1100 Grad. Dann gehen wir auf Calculate, weil 1100 Grad ist das, was der Sensor maximal macht. So, dann haben wir hier Warnwerte auch hinterlegt. Wir haben gesagt, es soll aufblinken, wenn wir über 970 Grad sind. Das ist auch wichtig, denn die 970 Grad sind letztendlich ja immer so ein sehr guter allgemeiner Referenzwert. Die Experten unter euch werden das auch bestätigen beim Abstimmen. Längerfristig mehr als 970 Grad sollte man nicht machen. So, Dezimalstellen habe ich hier 0. Mich interessiert nicht, ob es 970,1 oder 2 sind oder nur, ob es 970 oder 969 sind. Save, dann geben wir das Ganze Save to Display. Und seht ihr, geht die alle durch, speichert die ab. Dann gehen wir auf Widgets
Load from Display. Hier seht ihr die verschiedenen Widget-Seiten, die im Display hinterlegt sind. Ihr habt ja auch noch freie Seiten, zum Beispiel hier die 10, Seite 9. So, wir gehen jetzt auf Seite 2. Ihr seht hier schon, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe das hier in AGT praktisch. Früher stand hier AN2. Habe das in AGT umbenannt. Ich könnte hier noch die Warenwertfarben ändern, aber ich finde die Farben eigentlich so ganz gut. Könnt ihr noch die Farben, ja, ich sag mal, von der Schriftart und so weiter ändern. Aber ich finde, das passt alles ganz gut. Das Ganze muss ich dann im Display noch speichern, Save to Display. Und damit bin ich jetzt mit meinem ersten Analogsensor soweit durch. In dem Fall die Abgastemperatur. Und wie das Ganze jetzt am Display aussieht, das zeigen wir euch dann am Fahrzeug direkt. So, müssen wir kurz warten, bis das Display hochgefahren ist. Ja, Abgastemperatur, warum die wichtig ist und so weiter, habe ich ja schon in einem unserer vergangenen Videos erklärt. Sie sagt uns sozusagen, wie heiß unser Motor läuft. Sollte, ja, ich sag mal, im Krümmerbereich 970 Grad nicht überschreiten. Und wie das Ganze jetzt aussieht, seht ihr hier. Und zwar in dem Feld AGT, das steht für Abgastemperatur. Da seht ihr auch, wie das sozusagen ja, ein bisschen rauf und runter geht. Seht ihr, geht ein bisschen hoch, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Vielleicht über 400. Jetzt gehen wir wieder runter und dann fällt die Abgastemperatur. Jetzt haben wir sozusagen eine wunderbare Chance, während der Fahrt einerseits zu loggen, unsere Abgastemperatur, die Breitband-Lambda-Sonnenwerte und natürlich aber auch alles, was die OBD-Werte sonst ausgeben, also was das Jahressteuergerät über OBD2 rausgibt. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann bitte schreibt in die Kommentare oder ja, schreibt eine E-Mail an unseren Technik-Support. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich freuen, wie immer, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und natürlich, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann drückt den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr immer über unsere neuesten Videos rechtzeitig informiert werdet. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.